Nee, fällt mir keiner ein. Bei uns singt niemand unter der Dusche. Sarah, Björk. Puh, ich glaube schon besser, dass wir alle Fußball spielen, sagen wir es so. Viele gute würde ich sagen. Ich würde Sarah, Björk und Astrid hier, glaube ich, nennen. Singt keiner unter der Dusche. Ich würde gerne, aber nee. Pernille Harder. Sie ist einfach vercheckt. Also sie vergisst manchmal immer so Sachen. Ja, sie ist einfach vercheckt. So ein kleiner Tollpatsch einfach. Da würde ich sagen, Sarah Björk. Ich weiß nicht, sie vergisst viele Sachen. Aber ja. Definitiv Annalena Stolze, würde ich sagen. Die ist einfach. Die weiß selber gar nicht, warum sie auch mal witzig ist und dass sie so verplant ist, aber die ist einfach vom Typ her total verplant. Die ja, vergisst auch immer mal wieder Sachen. Das ist sehr witzig mit ihr. Felicitas Rauch ist ganz schön verplant. Ja, sie ist eigentlich recht gut organisiert, aber bei kleinen Dingen fragt man sich, ob sie es eigentlich verstanden hat. Aber es ist auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Das ist Frido, ist immer in seiner eigenen Welt. Frido, die vergisst ihren Sender auch mal den einen oder anderen Termin. Die ist schon ordentlich verpeilt. Also jetzt spontan würde mir Do einfallen. Ich weiß, die Anfangszeit hat sie mal den einen oder anderen Termin vergessen oder hat sich bei unserem Waldlauf verlaufen. Von daher würde ich jetzt Do sagen. Ich habe das Gefühl, Alex Pop ist immer die Letzte, die so ein bisschen kommt. Also sei es beim Frühstück, bei einer Auswärtsfahrt oder in den Bus oder so. Also ich bin nicht sicher, aber ich denke Pi schläft längsten. Hm. Annalena Stolze, die schläft gerne aus und viel. Ich bin definitiv eine Langschläferin, also ich bin auch keiner Morgenmuffel. Ja, ich schlafe schon sehr gerne lang. Ja. Da kommt mir spontan Joelle Wedemeyer in den Sinn. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war mal schon gefühlt 15 Grad und sie hatte immer noch Handschuhe an, aber kann mich auch täuschen. Anna, Sarah und vielleicht ich auch, ja. Lara Wickenmann, die hat letzte Woche schon mit Schal trainiert, also ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Indiz, sehr kälteempfindlich. Handschuhe Joelle Wedemeyer, die hat aber auch immer sehr kalte Hände. Ich glaube, die braucht die eigentlich auch schon im Sommer. Also das ist richtig krass bei ihren Mütze. Hatten jetzt schon, Anna Bless hat schon eine Mütze aufgehabt und auch Sarah Gunnarstadt, ja, das ist die Isländerin, die eigentlich Kälte gewohnt ist. Also. Ja. Ja, ich bin Südländerin. Also alles unter 20 Grad ist kalt für mich. Und da kommen dann schon Scherze bei 21 Grad, ob ich die Sitzheizung schon angemacht habe. Ja. Da gehöre ich zu.